Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Job Review hier auf meinem Kanal. Wenn euch meine Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr auch in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt in letzter Zeit kamen ja nicht ganz so viele Videos außerhalb der Shop-Videos. Es liegt eben halt auch daran, dass ich ein bisschen etwas vorproduzieren muss, weil ich ab nächste Woche Mittwoch im Urlaub bin bis da, und dann eben halt eine Woche, eineinhalb Wochen im Urlaub bin. Und ihr dann verteilt darüber Videos bekommen sollt. Deshalb kommt dann irgendwie nur alle drei Tage ein Video. Trotzdem hoffe ich, dass es passt. Dann würde ich sagen, switchen wir rüber in den Item Shop. Hier haben wir auf der, ich würde sagen, ganz rechts die Glücklich-Spitzhacke. Wenn jemand Fix kennt, auch den, den ich gerade unterstütze, das ist im Prinzip genau die Spitzhacke für ihn. Weil er auch dieses Smiley sozusagen als Kanalsymbol und so hat. Aber trotzdem sieht er auch ganz cool aus mit dem Holz. Ist immer eine klassische Spitzhacke. Allerdings wirklich mit dem Holz passt das dann auch wirklich ganz gut. Haben wir die heiße und kalte Tarnung. Ist definitiv eine coole Tarnung. Habe ich mir deshalb auch gekauft. Die hatte eben halt immer so einen schönen Farbverlauf. Und hier auch mit dem Silbernen sieht das echt cool aus. Vorne blau. Und dann hinten richtig schön kräftig rot. Ist einfach eine coole Tarnung. Hier gerade auch auf das Sniper, wenn das hier vom Lilanen ins Rote übergeht. Mir gefällt sie wirklich. Und eben halt auch noch mit diesen schönen silbernen Aspekten passt das perfekt zusammen. Dann habe ich hier den Depp. Ja, ist hier ein ganz klassischer Depp. Ist auf jeden Fall ganz witzig, wenn man irgendeinen coolen Schuss getroffen hat. Allerdings 500 V-Bucks dafür sind ein bisschen zu viel. Haben wir den Briesler-Emote. Hat auf jeden Fall einen coolen Beat. Und finde ich auch so eigentlich ganz cool. Den kann man sich für 500 V-Bucks definitiv eher kaufen als den Depp. Dann haben wir hier den Sushi-Meister. Hinten das Backpack ist auf jeden Fall ganz cool. Auch der Charakter an sich ist ein netter Charakter. Eben halt mit diesem Weiß-Blau sieht das Ganze nice aus. Und auch der Charakter ist eben halt kein 0815 Ben oder so. Deshalb passt das auch sehr gut. Habe ich hier den Beef Boss. Ich mag den persönlich nicht so mit dem Burgerkopf. Ist aber etwas Extravagantes. Auch hinten mit dem Pommes-Rucksack. Deshalb wer so etwas Extravagantes mag, kann ihn sich gerne kaufen. Habe ich hier den Bredlingsklatsche. Der ist definitiv schon ganz cool. Für 500 V-Bucks ist da wirklich vollkommen in Ordnung. Und der hat auch einen coolen Werkzeugeffekt. Dann haben wir hier auch noch die fliegende Untertasse. Ist auf jeden Fall witzig, weil hier hinten dann ja auch noch Ketchup, Mayo, Salz und Pfeffer rauskommt. Sieht auf jeden Fall ganz witzig aus und ist eben halt genauso wie der Dörrburger-Charakter an sich schon etwas sehr Extravagantes. Kann sich definitiv kaufen. Dann haben wir hier die Baseball-Skins. Die waren in den Spieldateien übrigens noch nicht zu finden. Das heißt, es sind geheime Skins. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus mit dem Cappy und dieser blauen Bemalung. Auch hinten die beiden Zöpfe sehen ganz cool aus. Und auch der Rucksack mit dem Baseballschläger an der Seite und dem Orangen sieht wirklich cool aus. Wenn ich allerdings eher so ein blauer Charakter gefällt, dann würde ich eher den hier kaufen. Mir persönlich gefällt der Orange besser. Allerdings hier sieht das auch cool aus, so ein Blau-Orange und dann nochmal blau im Gesicht. Neben halt ist er ja ein bisschen blau gehüllt. Ich finde die Skins echt ganz cool. Kann sich, denke ich mal, definitiv kaufen. Dann habe ich hier noch durchschlagender Erfolg. Ein Baseballschläger mit einer Trophäe vorne noch dran. Ja, hat auch einen interessanten Werkzeugeffekt. Denke ich mal, kann man sich auch kaufen. 500 V-Bucks gehen dafür wirklich vollkommen klar. Und dann habe ich hier auch noch den Home Run. Der hat am Anfang so Stadionmusik und so einen Effekt, dem halt Stadion ist. Ist auf jeden Fall ganz nice. Auch die weiß-orangen Farben sehen sehr cool aus. Und das Set lohnt sich wirklich sehr gut. Dann würde ich mal sagen, switch mal kurz rüber in den Red Developed Modus. Hier ist jetzt ja auch Neuversorgung als Beta-Sturm drin. Ist auch ein eigentlich ganz witziger Sturm.
Weil man eben halt hauptsächlich, zum Farmen ist es eben halt eigentlich perfekt. Ja, und heute werden ja auch neue Sachen drin sein. Ich habe ein Telefon verschluckt. Waffenlama ist jetzt nicht allzu gut. Piratennamen kann man sich die wirklich super kaufen. Die lohnen sich definitiv. Und dann habe ich hier den neuen Hybrid-Skin auf jeden Fall. Das ist eine Ninja schon wieder. Und er erhöht die Dauer von Leiden. Okay, und als Kommandantenvorteil hat man eben halt erhöht die Dauer von Leiden um 67%. Drachenschlag bewirkt Leiden, das für 3 Sekunden jede Sekunde 15 Feuergrundschaden macht. Das ist natürlich auch krank, wenn man sich überlegt. Du hast schon den Drachenschlag, wenn du hinter noch so eine Spur hast. Und ich weiß gar nicht, ob die dann auch noch zählt, das Leiden bewirkt. 15 Feuergrundenergieschaden über 3 Sekunden sind dann auch schon wieder 45 Schaden. Deshalb echt nicht schlecht. Kann man sich sehr gut kaufen. Sonst ist hier nichts Neues auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir ein knisterndes Lagerfeuer. Ist für die Beta-Sturm-Mission definitiv ganz gut, wenn man dann außerhalb des Sturms ist. Welche den Unheilshammer, diese neue ist eher nicht ganz so gut. Wir haben die Räuber-Automatikpistole, die kann man sich auch einfach forschen und lilane Waffen lohnen sich ja generell nicht ganz so. Ja, sonst braucht man den Rest eher nicht. Aber ich glaube, der mit dem Hybrid-Held kann man definitiv ganz coole Heldenkombinationen machen. Und wenn euch dieses Shop-Video gefallen hatte, dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste anschaut. Und dann sehen wir uns dort auch wieder. Bis dahin, ciao.